Ja, herzlich willkommen bei diesem neuen Video hier. Ich weiß nicht, ob man es Tutorial nennen soll. Hier möchte ich kurz einmal auf die, ich sag mal, Beta-Beta-Beta-Version eingehen von FreeCAD. Und zwar heißt das Ganze LinkStage. Ich habe vorhin, eigentlich wollte ich noch zeigen, wo man die downloaden kann, aber das scheint im Moment nicht aktiv zu sein. Aber ich habe heute Mittag noch eine Windows-Version geladen, da hat das geklappt. Also ich denke mal, dass das nur vorübergehend ist. So, und dann ist das hier, das Ganze nennt sich FreeCAD Link Branch und das auch bekannt als Assembly 3. Und der Programmierer, der da hauptsächlich für verantwortlich ist, für diese Erweiterung, der heißt Real Thunder mit Nickname. Den echten Namen, den kann man hier auch sehen, wenn man hier nach unten fährt. Ziemlich weit unten habe ich das vorhin gesehen. Hier ist er, Will Zeng Li heißt der und Will Thunder ist sein Nickname. Okay, fangen wir einmal an. Also, ich habe schon eine neue Datei hier geöffnet und wir fangen an, wie man das in FreeCAD so kennt, im Part Design Modus. Wir erzeugen eine neue Zeichnung und da mache ich jetzt einfach mal einen Kreis. Erstmal, das sieht hier ein bisschen anders aus, als man das so kennt. Also ich wähle jetzt hier den TXY-Plane aus und dann OK. Also nicht mehr dieses Fensterchen hier, wo man das hier einfach machen kann. Vielleicht kommt das auch wieder, das muss man halt schauen. Und dann ist die Zeichnung offen. Das ist alles noch genauso, wie man es kennt. Aber die wichtigen Änderungen, die liegen halt wirklich im Detail und im wichtigen Detail. So, wir wollen Durchmesser festlegen. Das machen wir jetzt mal 80 mm. Diesen Kreis schließen das Ganze und erzeugen hiervon eine Aufpolsterung. So, das hier mit der Darstellung, das ist gar nicht mal schlecht. Jedenfalls besser als vorher. Man sieht, wo es unten ist, wo es oben ist. Und das ist schon mal eine Änderung. Die 10 mm behalte ich erstmal bei. Okay. Ich habe also meine Aufpolsterung erzeugt. Jetzt möchte ich hier oben drauf eine neue Zeichnung generieren. Und die machen wir jetzt hier wiederum im Kreis. Hier auf diese Linie. Und das. Dem geben wir auch einen Durchmesser. 8 mm. Und schließen das Ganze dann. Bohren wir das da rein mit der Taschenfunktion und dann sieht man hier die Tasche. Einfach OK drücken, die Vorschau und dann ist die drin. So, wie gesagt, wenn euch solche Videos wie dieses hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da und ein Klick auf die Glocke wird auch immer gern gesehen und dann weiter im Video. So, dann möchte ich hiervon jetzt eine ein Muster erstellen und zwar ein polares Muster, das heißt, ich selektiere diese Pocket hier und Tasche heißt in Deutsch, da heißt es Pocket. Das wird sich wahrscheinlich nie ändern, denke ich mal. Und dann wählen wir hier das polare Muster aus. Das macht hier ein Polar Pattern rein. So, da sieht man jetzt in der Vorschau, wo das hinkommt. Und dann wählen wir hier auch eine Anzahl aus. Das sollen jetzt bewegen wir mal, machen wir mal 5 Stück. So, dann einmal OK drücken, dann habe ich das Muster erzeugt. Und jetzt die erste Sache, wo FreeCAD scheitern würde, wenn es nicht diese Version wäre. Und zwar, ich zeichne jetzt hier, mache auf diese Fläche eine neue Zeichnung und da machen wir ein Rechteck. Da haben wir das Rechteck irgendwo hier rein. So, das Rechteck, das wird symmetrisch zum Mittelpunkt. Einmal S drücken und die werden auch gleich, also da beide selektieren, E drücken und dann können wir das jetzt einmal da reinfräsen lassen. Also auch wieder eine Pocket und die mache ich jetzt aber nicht 5, sondern nur 4 mm. Okay, so ist das, soweit ist das noch alles einfach.
Jetzt gehe ich einfach her, mache hier einen Doppelklick auf das Polar Pattern und ändere die Anzahl hier auf 15. Und ich klicke auf OK und ich habe immer noch das Objekt fertig. Hätte ich das in der normalen FreeCAD gemacht, wäre das hier, hätte das nicht funktioniert, weil durch die Änderung der Anzahl wäre diese Fläche für FreeCAD nicht mehr unter demselben Namen gelaufen und er hätte die Zeichnung dem nicht mehr zuordnen können. Viewfinder hat es hier irgendwie geschafft, das trotzdem konsistent zu halten. Was hier jetzt auch noch sehr interessant ist, ich kann jetzt auch dieses Teil hier, ich mache jetzt einfach hier noch außen auch was drauf und da gehen wir einmal, machen wir noch eine Zeichnung. Da zeichnen wir jetzt ein Polygon. Ja, wo haben wir das Polygon? Ach, hier oben natürlich. So, da ist das Polygon. Da zeichne ich jetzt hier noch so ein Polygon rein. Und das schließen wir einfach. Und das mache ich als Aufpolsterung 1 mm. Und okay. Und dann haben wir da so ein Teil drauf gesetzt. So, jetzt, was können wir machen, um normalerweise FreeCAD aus dem Häuschen zu bringen? Also Nummer 1 ist die Pocket von gerade hier. Da liegt ja der Sketch dahinter und dieses Maß hier. Ich ziehe das jetzt einfach so, dass das hier so rein langt und klicke auf Schließen und immer noch ist alles in Ordnung. Dann gehen wir hier auf Polar Pattern und hier nach unten die Anzahl, da machen wir jetzt mal 8 raus und einmal OK klicken und immer ist noch alles in Ordnung. Also das hätte im normalen FreeCAD schon nicht funktioniert, da hätte ich andere Wege finden müssen, mit Datum Planes die Zeichnungen verteilen und hin und her, und das brauche ich hier in dieser Version nicht mehr. Damit aber nicht genug. Ich mache jetzt mal, weil es schöner aussieht, das Polar Pattern, hier wieder auf, da sind wir ins Falsche gelangt, machen wir einmal abbrechen, Polar Pattern, das soll jetzt bitte wieder 15 mal bekommen, damit das so richtig schöne, viele Kreise da sind, und dann jetzt erzeuge ich hier oben drauf eine neue Zeichnung und dann machen wir ein Rechteck rein. Und wo ist der Rechteck? Da. Das wird hier schon symmetrisch. Das heißt, ich mache das hier erstmal symmetrisch zu dieser Gerade hier. Also einmal S drücken und dann machen wir es auch noch schön symmetrisch hier. Und jetzt kann ich das einfach hier so reinklicken. Und das wird jetzt da so rausgefräst. Also wir machen die Zeichnung zu. Und aus diesem Sketch hier, da machen wir eine Tasche. Die geht jetzt da so rein. Und die mache ich jetzt durch alles. Okay, und dann sieht man, das ist da so durchgefräst. Das wäre in FreeCAD auch so kein Problem. Jetzt kommt aber eben der Hammer. Ich mache diesen Sketch, den ändere ich jetzt ab und ziehe das einfach hier nach außen. So zum Beispiel. Und ich klicke einmal schließen und da hätte FreeCAD jetzt gemotzt. Da sind zwei Körper entstanden. Das wird im Moment noch nicht unterstützt. Hier wird es unterstützt. Ich kann also hier in einem Part-Design-Körper mit zwei Körpern arbeiten. Und für die, damit man hinterher dann mit den Körpern auch einzeln arbeiten kann, da hat der gute Mann auch dran gedacht. Das heißt,
denke mal, damit braucht man nur den Body selektieren. Hier gibt es so eine Funktion, die heißt Split Operation. Die einfach einmal wählen und dann haben wir hier einen Split. Und dann sehen wir hier einmal die eine Seite und die andere Seite. Und mit denen können wir jetzt weiterarbeiten. Also, wir können, uns passiert das nicht mehr, dass FreeCAD da sagt, ich kann im Moment nur mit einem Körper arbeiten. Er macht dann zwei daraus, stört ihn überhaupt nicht und oder stört es nicht, FreeCAD jedenfalls nicht. Und dann kann man das hinterher splitten, damit man dann die einzelnen Sachen daraus ziehen kann. Okay, das soll es auch schon gewesen sein. Wie gesagt, wenn euch solche Videos interessieren, so lasst auch gerne ein Abonnement da und einen Klick auf die Glocke, dann werdet ihr über neue Videos informiert. Einen Daumen nach oben, oben wird natürlich auch immer gerne gesehen und damit herzlichen Dank, dass ihr das Video geschaut habt und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!